So, wir sind wieder da. Und ja, jetzt muss ich das Ganze andersrum machen. Das habe ich nämlich gerade eben herausgefunden. Nein. Das hebe ich nicht auf. Ach, Quatsch. So, ich hoffe, dass es jetzt richtig ist. Und zwar, wir haben zuerst den Schlüssel gehabt. Oh, jetzt muss er wieder 5 mm nach vorne fahren. Hier, nimm das. Was soll ich damit? Adventure wünschen? Was? Achso, in einem Adventure wünschen benutze ich nur noch Tür zu öffnen. Ich komme aus der Zukunft. Du musst das Tor für mich öffnen. Das hebe ich nicht auf. So, und jetzt nochmal das Gummihuhn. Das geben wir ihm auch. Oh, und das wirst du auch brauchen. Toll. Ein Gummihuhn. Ja. Und, ein Seil. Und das. Oh, ein Seil. Das könnte nützlich sein. Wenn du wirklich ich bist, an welche Zahl denke ich gerade? 28,5. Beängstigend. Das ist die Zahl, an die ich gedacht habe. Dann bist du wirklich ich. Ja, und jetzt öffne das Tor. Ah, also. Es geht doch. Danke, so. Guybrush. Du bist der Größte. Oh, ich habe noch etwas für dich. Hey, 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 eine Knarre. Nimm dich in Acht, Pegnose. Genau. So, und jetzt husch, husch. Aus dem Weg. So, der macht uns nämlich jetzt hier Platz. Und jetzt können wir hier nach Süden. So, hervorragend. 12.30 Uhr nach Osten. Da müssten wir eigentlich auch dann gleich schon da sein. Schon ist gut, ich weiß. Hallo? Ah, endlich! Ach, wunderbar. Da drin spricht doch jemand. Wenn ich einen Blick durch das Fenster riskiere, höre ich vielleicht, was sie sagen. Mach das. Wie gesagt, ich habe meinen Job erledigt. Also, wo bleibt mein Geld? Perfekt. Ah, alles zu seiner Zeit, Mr. Pegnose. Hey, die Stimme kenne ich doch. Das war nur ein Teil des Plans. Wirklich bemerkenswert, wie Sie Guybrush aus dem Weg geschafft und die Erbstücke der Marleys besorgt haben. Ich nehme an, Sie haben sie an einem sicheren Ort versteckt. Natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Der ganze Krempel, für den Sie sich so interessieren, liegt sicher in meiner uneinnehmbaren geheimen Höhle. Dieser Krempel, wie Sie sich ausdrücken, könnte der Schlüssel dazu sein, diese Inseln für alle Zeiten von Piraten zu befreien. Anwesende natürlich ausgenommen. Natürlich. Nun zu meiner Belohnung. Später, mein Freund. Bis dahin bleiben die Erbstücke unser kleines Geheimnis. Verstanden? Kein Sterbenswörtchen. Zu niemandem. Ich möchte nicht, dass meine Pläne durch Ihre Indiskretion zerstört werden. In Ordnung, Mr. Mandrill, wie Sie wollen. Aber wenn Sie mich nicht bald bezahlen, drehe ich Ihnen den Hals um. Es gibt keinen Grund, gewalttätig zu werden. Sie bekommen, was Ihnen zusteht. Das hoffe ich für Sie. Ich muss mich jetzt um meine Geschäfte kümmern. Nun, da wir im Besitz der Erbstücke der Marleys sind, muss ich herausfinden, welcher Zusammenhang zur ultimativen Beleidigung besteht. So ist das. Pegnose arbeitet für diesen Mandrill aus der Bank. Wenn ich mit Pegnose fertig bin, werde ich Mr. Mandrill einen kleinen Besuch abstatten. So, wir müssen ihn jetzt hier rauskriegen und, Nein, danke. Ich mag lieber Rum, der von Leuten mit funktionierenden Riechorganen hergestellt wurde. Genau, da haben wir nämlich hier eine Krabbenfalle. Jede Wette, dass eine Menge Krabben in diese Falle passen. Und ich wette... Nein, danke, ich esse lieber im Restaurant. So, wir haben jetzt hier eine Fußmatte. Komisch, ich glaube, ich bin hier nicht willkommen. Wir müssen ihn jetzt dort rausbekommen und müssen ihn einsperren. Und die Krabbenfalle ist die perfekte, Methode dafür. Dazu müssen wir aber jetzt erstmal das Hühnerschmalz nehmen, das mit der Matte einschmieren. Matsch. Lecker, die Schlecker. So, und jetzt, Guybrush. Darum benutzen wir die Ente, die gute, mit dem Haus. Und siehe da.
Tada! Lass mich raus! Ha, ich denke nicht daran. Du wanderst ins Loch, Kumpel. Voilà, Inspektor. Hier ist der wahre Schuldige. Was soll das? Er sieht aus wie Pecknose Pete. Ah, lass mich sofort hier raus! Er ist es. Er wollte mir den Banküberfall in die Schuhe schieben. Und jetzt nehmen Sie mir endlich das Fußeisen ab. Wir haben keine Beweise. Ich habe dich und Ozzy belauscht, als er dich angeheuert hat. Du solltest die Bank überfallen und mir die Sache in die Schuhe schieben. Ha, damit kommst du vor Gericht niemals durch. Er hat recht. Haben Sie so etwas wie Beweise? Nun, nicht wirklich. Dann werde ich in dieser Sache auch nichts unternehmen. Aber Sie können ihn doch nicht laufen lassen. Oh, Pete geht nirgendwo hin. Er wird wegen unzähliger anderer Delikte gesucht. Kommen Sie wieder, wenn Sie Ihre Behauptungen beweisen können. Na gut. Na, wenn das nicht Pecknose Pete ist, der plündernde Pirat. Was willst du von mir, du dämlicher Hornochse mit Pferdeschwanz? Was hat Ozzy Mandrill mit der Sache zu tun? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du lügst, ich habe ihn in deinem Unterschlupf gesehen. Du weißt immer noch nicht, was los ist? Du bist wirklich der jämmerlichste Pirat, den ich kenne. Bin ich nicht. Ich bin mächtiger, als du es je sein wirst. Ah, klar. Verschwinde und pflück deinem Weibchen ein paar Blümchen. Gib mir zurück, was du mir gestohlen hast. Und zwar jetzt. Was faselst du da? Sieh an, der ruchlose Pecknose Pete hat seinen Meister gefunden. Ohne deine verdammte Kampfente bist du nichts. Hat dir wirklich eine Ente die Nase abgeknabbert? Von mir erfährst du nichts. Eieiei, gut. Bleib hier, ich möchte meine Freiheit genießen. Freiheit? Du kannst nicht mal diese Insel verlassen. Ja, ja, aber mir ist gerade jetzt noch was eingefallen. Und zwar, wenn wir den Gullideckel uns mal anschauen. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht, Wendy liebt Ned. Aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Wendy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Genau, und könnt ihr euch erinnern, wofür wir das benutzen können? Genau. Nämlich im Protheseladen, die Geschichte, die er uns erzählt hat. Da haben wir jetzt nämlich die passenden Antworten. Ich hatte es ja, ich glaube, vorletzten oder davor den Teil hatte ich es ja schon gesagt, dass diese Geschichte auch wieder eine, ja, ein Rätsel ist. So, ach so, da mal hingehen. Ach, Guybrush. So, jetzt nochmal schnell. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht, Wendy liebt Ned. Aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Wendy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. Ich glaube, das soll ich mir auch schreiben. Dave? Ja? Ich brauche noch einige Weihnachtsgeschenke für meine Freunde. Ich hätte... Du bekommst wohl nicht genug von dieser Experience. Ja, komm. Okay, es war einmal ein Pirat namens... Larry? Larry. Larry warb um die Hand einer holden Schönheit mit dem Namen... Oh Gott, wie war das jetzt? Wendy? Wendy. Tragischerweise gehört... Jet? Stimmt, genau. Jet. Und? Was und? Sie erkannte, dass ihr allein Ende. Was? Sie sollten... Ich war... Was ist das? Das ist ein Rennie 9000 Kunstmagen von Metabolik. Wenn die Jungs das Problem mit der auslaufenden Salzsäure in den Griff bekommen, verkauft sich das Ding millionenfach. Keine Sorge, dieser hier ist leer. Nee, das ist nicht das Richtige. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. So, ich schreib's mir jetzt auf. Das war nämlich wieder verkehrt. So, ich brauche was zu schreiben. Da ist was zu schreiben und da ist das. So. Jemand hat etwas in den Boden geritzt. Hier steht, Wendy liebt Ned. Aber gleich daneben hat jemand Larry liebt Wendy eingeritzt. Was für ein seltsamer Ort für Liebesbezeugungen. So,
Jetzt nochmal. Dave? Ja? Ich brauche noch... Bla 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 bla. Ich... So. Larry? Larry? Larry warb um die Hand einer holden Schönheit mit dem Namen... Wendy. Wendy? Wendy. Tragischerweise gehörte Wendys Herz bereits einem Idioten namens... Ned. Ned? Ned. Das ist es. Und? Was und? Was ist passiert? Als ihr bewusst wurde, wie sehr ihr die ganze Geschichte unter die Haut ging, heiratete sie den hässlichsten Mann der Stadt. Ende. Was für eine schreckliche Geschichte. Sie sollten das Geschichtenerzählen den Profis überlassen. Ich weiß. Hier ist eine experimentelle Gratisprothese. Was ist das? Das ist etwas Besonderes. Das ist meine neueste Erfindung, die ultradehnbare Kunsthaut für alle Größen. Einige Quadratmeter dieser großartigen Substanz können die Haut, die ein Pirat im Laufe seines Lebens durch Fechtkämpfe, Messerstechereien, Kielholungen und die regelmäßigen Auspeitschungen verliert, ersetzen. Dazu gibt es kostenlos einen Satz winziger Haken zur mühelosen Befestigung. Ich sag's nochmal. So, das war es auch schon. Wiedersehen. Riech mal wieder vorbei. Ja, mach ich. Da war schon wieder ein Grafikfehler. Ach ja. So, und jetzt können wir mit der Kunsthaut etwas Besonderes machen, nämlich wir können sie an die Stelle setzen, an der wir den Gullideckel weggenommen haben. Und das Ganze wird dann zu einem mega großen Trampolin. Hey, das ist wie ein Trampolin. Ja, genau. So, und jetzt können wir... Hey, das ist wie ein Trampolin. Ja, benutze es doch. Halle, hopp. Boah. 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 Ach so, ja, genau. Um Kopf. Ach ja, ist ja gut. So, Freunde, und wir sind jetzt hier wieder in der Bank angekommen. Ich werde jetzt hier Schluss machen, denn die Zeit ist erreicht. Wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, also NRW über 18. Adieu.